Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Nopfstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Niklas. Und heute geht es um Eisenbahn. Genau, sieht also so aus. Eigentlich nicht konkret um Eisenbahn, ne? Also nicht um Loks. Nein, die Lok ist diesmal nicht das, worum es geht, sondern es geht um die Anhänger. Und das sind die sogenannten Umbauwagen, genau. Du lachst, ja? Ja, das gibt einen Grund. Da gibt es eine interessante Story dazu. Da kommen wir gleich zu. Ja. Das ist unsere VN100, die jetzt gerade gezogen habt. Die kennt ihr aber schon. Ja, schöne Lok. Jetzt mal beiseite. Ist auch 8W, deswegen haben wir sie angelegt. Ne? Passt. Passt ja zu den Umbauwagen. So, Dirk, wir haben 3 Stück davon. Ja, und was können die? Können eine Menge. Können fahren. Das, genau. Das. Also von selbst natürlich nicht. Sie können gezogen werden. Richtig. So. Aber sie sind schon was Besonderes. Weil sie fahren können. Da gibt es gleich mehr dazu, ja. Genau, denn war gar diese nicht so Umbauwagen haben ihren Namen verdient. Wir haben etwas länger an diesen Dingen gearbeitet und etwas länger dran gesessen bei uns in der Immer wieder ist die Teststrecke von der Wand genommen worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie oft ich diese Dinger umgebaut habe. Also Niklas und Pascal haben da über Wochen dran getüftelt. Also es ist sehr viel Arbeit und Hirnschmalz reingeflossen. Aber es hat sich ausgezahlt am Ende. Ja, und das liegt an einer einzigen Sache. Das sind schöne Waggons. Ich finde die wirklich schön. Die haben dieses ältere Design, sag ich zwar klassisch. Ich würde mal so sagen, Nachkriegszeit. Habe ich auch nachgelesen, denn die heißen Umbauwagen, weil man damals die alten Gestelle genommen hat von Vorkriegswagen und hat den oberen Teil neu gebaut. Ja. So. Und da kommen wir nämlich dazu, die alten Gestelle nämlich sind dreiachsig. Und wenn ihr mal versucht habt, einen dreiachsigen Waggon auf dieser Länge hinzukriegen, dass der durch Weichen und durch Kurven reicht. Ja, das ist herausfordernd. Leute. Gelinde gesagt. Versucht's nicht. Oder doch, vielleicht findet ihr auch eine coole Lösung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben lange gebraucht, auf jeden Fall. Sehr lange, die waren wirklich herausfordernd. Und das hier zum Beispiel ist jetzt eben dabei rausgekommen. Das ist erste und zweite Klasse. Kann man auch das Dach abnehmen. Wenn man nicht den Finger drauf hält, ne, dann kriegt man es auch ab. So sieht er dann von innen aus. Also schön mit dem erste Klasse Abteil und noch zweite Klasse. Ihr seht, der gelbe Linie geht nicht ganz durch. Das ist kein Prototyp, das soll so sein. Schön, also das sieht hier wirklich auch so aus. Die alten Eisenbahntypen. Ja, sehr schön. Die mochte ich auch immer gerne. Also alle dabei, auch die geilen alten Eisenbahnfenster, finde ich auch super. Und jetzt kommen wir zum, zumindest sagen wir mal, technisch interessantesten Teil an. Genau, das Highlight quasi. Das Fahrwerk. Das hat mich so viel Nerven gekostet. Also wirklich, das ist. Ich bin so froh, dass die Dinger endlich funktionieren. Ihr seht das schon. Wir haben hier im Grunde genommen 2 Achsen. Und hier ist dann die eine Achse. Ja. Wir haben das mit allen möglichen versucht. Wir hatten eine Achse, die hier so auf so einer Schiene quer gelaufen ist. Wir haben es mit Zahnradtechniken versucht, irgendwie, um von hier auf hier übertragen. Gab es nicht auch sogar eine Servolenkung oder irgendwas? Gab es auch. Wir haben es mit Nachläufern und Vorläufern versucht. Das hat alles nicht funktioniert. Und hinterher sind wir dann darauf gekommen. Wir haben auch wirklich rausgefunden, das ist der Maximalabstand, der funktioniert. Also wenn wir es länger gemacht hätten, hätte es nicht funktioniert. Also ab dann war Ende. Das ist das Maximum, was geht. Und ihr seht das schon, wenn der halt hier durch die Kurven geht, geht das halt nur aufgrund dieser Technik, weil dann hier nochmal diese Achsen sind, wo er sich dann nochmal verlängern kann. Das sind mehrere Gelenke, die da drin sitzen. Hier, die mussten wir natürlich, damit er halt durch die Kurven geht, mussten wir die auch nochmal so machen, dass die sich halt nochmal zusätzlich bewegen können. Aber ich glaube, es sind gute Wagen. Es ist schon faszinierend, ja. Und am Ende sind sie dann auch Runde um die Teststrecke gefahren, ohne dass sie entgleist sind. Also es funktioniert, ja. Es und ist hervorragend. Ihr seht, auch das funktioniert. Genau. Denn auch das war uns wichtig, dass auch wenn das Ding 3 Achsen hat, nicht nur eine Kurve kommt, das habt ihr am Anfang gesehen, ist ja reibungslos gefahren. Nein, es funktioniert auch mit Weichen. Sehr schön. Wir haben es mit allem getestet. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den auch nochmal an. Das ist nämlich noch ein. Das sind im Übrigen alles, das sind 3 Sets. Also jeden Waggon könnte einzeln kaufen. Bevor ich das vergesse zu sagen, dann mache ich das wieder nicht. Oh, ich reiß mehr ab. Ja, als es könnte daran liegen, dass ich da das Dach vielleicht etwas zu fest aufgedrückt habe. Warum machst du denn sowas? Ja. Das ist der zweite Klasse Wagen. Ihr seht das hier. Da ist was hängen geblieben. Ich zeige nochmal den Innenraum. Hier oben schön mit der Gepäckablage drin. Das finde ich cool, das hat mir gut gefallen. So.
zweite Klasse. Also wir haben einen erste und zweite Klasse Wagen. Wir haben einen zweite Klasse Wagen und wir haben noch einen Wagen, der dann nochmal etwas anders aussieht. Weil der hat jetzt hier nochmal diese anderen, diese kleineren Fenster drin. Mhm. Das liegt daran, weil das ein, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ein zweite Klasse Wagen und Gepäckabteil ist. Ach, das ist das Gepäckabteil. Ich hätte jetzt. Genau, das ist das. Das heißt, wenn ihr davon jetzt alle drei kauft und ihr setzt das Ding an Zug, habt ihr quasi einen vollständigen Zug. Ihr habt erste Klasse, zweite Klasse und Gepäckabteil. Was wollt ihr mehr? Und ihr seht es auch hier. Hier ist wieder die zweite Klasse, ähnlich wie bei dem anderen Wagen und das Gepäckabteil. Hervorragend. Was man braucht, ne? Wenn man einen längeren Zug haben will. Und wie gesagt, alle drei zusammen, finde ich, ergeben einen sehr, sehr schönen Zug, oder? Ja, also das auf jeden Fall. Also optisch finde ich die sehr gelungen und technisch sind sie ja jetzt auch ziemlich raffiniert geworden. Also ich finde die klasse, mir gefällt das gut. Mir gefällt auch die Lok gut. Hast du eine schöne Lok ausgewählt, die passt wunderbar dazu. Genau, passt zu 8 White. Ja, sehr schön. Gab es die nicht auch früher in Blau oder gab es die nur in Grün? Also bei uns gibt es sie nur in Grün bis jetzt. Du meinst Rot? Nein, ich meine die Wagen. Ach, die Wagen? Die Wagen. Ob es die in Blau gab? Ich meine, ich hätte früher mal, als ich noch jung war, das ist schon viele, viele Jahre her, da gab es, glaube ich, da hat man solche ähnlichen Wagen immer noch mal fahren sehen, ab und an. Und da gab es auch, glaube ich, dunkelblaue Wagen. Das aber ich weiß nicht, ob das solche war. Wir haben noch passend dazu auf jeden Fall die Mitteleinstiegswagen. Mhm. Die sehen nämlich von der Gestaltung her genauso aus, sind aber doppelachsig und länger. Und die sind dunkelblau? Nein, die sind auch dunkel. Ach so, die passen hierzu. Ja. Gehören auch zu dieser Reihe der Umbauwagen eigentlich. Habt ihr da auch so viel dran umbauen müssen? Nein, die waren zum Glück, das waren doppelachsige. Ja, die waren, was das angeht, etwas angenehmer, sagen wir es mal so. Sie waren halt herausfordernd. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Ja, also ich glaube, sowas wie hier mit dem Fahrgestell, das gab's, das hatten wir vorher noch nicht. Und ich glaube, das kriegen wir auch so schnell nicht wieder. Mhm. Was die Entwicklungskomplexität angeht, also da ist, das war schon, wir haben alle mitgelitten in der Noppenstein-Werkstatt. Das war, wie oft die auf unseren Teststrecken gefahren sind, ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht. Ja. Auf jeden Fall, jetzt sind sie da. Ja, sehr schön. Und ich würde sagen, ich fasse dann mal wieder die Sachen zusammen. Geht von quasi vorne nach hinten, gehe ich einmal durch. Das sind unsere Umbauwagen. Einmal erste und zweite Klasse. Die zweite Klasse und die zweite Klasse plus Gepäckabteil, alle in 8W. Das sind alles Bluebeak Specials, haben die Setnummer 104-6 und dann hier die 1-0, die 1-1 und die 1-2, also fortlaufende Artikelnummern, kosten jeweils, also alle drei jeweils 29,95, sind 35 cm lang, 6,5 cm breit und 11 cm hoch, haben halt alle dieselben Maße, weil ist halt so. Sind halt die, von der Größe her sind sie gleich. Weil ist halt so. Und ich würde aber zum Bauen mal sagen, es ist guter Durchschnitt. Weil diese Technik hier unten ist auch. Genau, weil ihr habt ja jetzt nicht mehr die Arbeit, euch das zu überlegen, wie man das am besten macht, sondern das kriegt ihr jetzt quasi. Aber sie ist halt etwas komplexer. Ja. Um sie auch zu bauen. Ja. Also habt ihr ja gesehen, sie ist halt komplexer in der Art und deswegen auch ein bisschen komplexer zu bauen. Boah, gut. Ich glaube. Das war es eigentlich schon, ja. Dann würde ich sagen, für heute war es das auch schon im Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Ciao. Macht's gut. Letztens hat es der Micha nicht hingekriegt, heute die ist nicht hingekriegt. Irgendwas ist doch immer, oder? Ja, das ist ja. Vielleicht, ich glaube, ich kaufe mir die auch. Ich finde die auch nicht schlecht, aber ich fände sie in dunkelblau. Also ich bin eher so der Blautyp irgendwie. Mir würden die in Blau. Vielleicht. Warum denn nicht? Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja?